Konrad Ekhof gründete dereinst im Jahre 1753 in Schwerin die erste deutsche Schauspielakademie. Seit 1998 wird in seinem Namen jedes Jahr zum Ende einer Spielzeit ein besonders begabter junger Künstler geehrt. In diesem Jahr war es der Schauspieler Christoph Bornmüller, der während der Saison in vielen Hauptrollen glänzte, darunter auch im Musical Sonnenallee. Bornmüller spielt seit der Spielzeit 2011 am Mecklenburgischen Staatstheater.